Gebirge, ein Ruf aus den Bergen. Jetzt kommt die Eule. Flap, flap. Uhu, die Monster auf Kokolind befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Sie sind mächtig und könnten die Insel erobern und ihre Feinde zerstören. Dieser Tag könnte schon nahe sein. Gehe nun zum Bergturm, fliege wie ein Vogel. Uhu, uhu. Okidoki. Ins Gebirge müssen wir, ne? Schauen wir mal. Hoppla. Ja. Denke ich. Glaube, so komme ich am ehesten hin. Okay. Uhu, der Weg ist schwer, doch du bist fast am Ziel. Geh nach Osten, der Windfisch wartet schon. Osten? Okay, noch zwei Instrumente. Also, sonderlich weit nach Osten können wir auch gar nicht eigentlich. Ja, ich weiß schon, wo Osten ist. Ist schon klar, dass das rechts ist. Aber da gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel Platz. Also, klar, der obere Teil der Map ist noch nicht erkundet. Aber ich frage mich gerade, wo es da überhaupt lang geht. Ob da überhaupt noch ein Weg lang führt. Ja, hier ist der Teil, wo wir runtergesprungen sind. Stimmt, hier konnten wir noch nicht weiter vorher. Weil wir noch nicht schwimmen konnten. Ich muss mir selbst beweisen, dass ich es rechts und links auseinanderhalten kann, wenn ich müde bin. Okay. Oh, es war so klar, dass da Gegner drin sind irgendwo. Kurz. Nein! Okay, verdammt. Das war irgendwie falsch. Aber... Dann geht ja eigentlich nur den zuerst da lang. Ich
Ich kann halt immer nur einmal schieben, also... Hm. Das da macht es jetzt irgendwie auch nicht besser. Oh Gott. Oh, warte. Ja, ich kann nur einmal schieben. Ja, da bringt auch nichts. Also so komme ich zwar raus, aber warte mal. Aber vielleicht reicht das ja schon. Ich kann ja dann unten nochmal rein. Ja. Machen wir es so. Ja, es ist einfach überall nichts drin. Wow. Dafür ist hier was. Eine Mupfel! Juhu! Die Adlerfestung ist nahe. Vorsicht vor dem Teufelsadler. Was ist das für ein Loch? Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt bin ich wieder ganz unten. Ich habe, als ich reingesprungen bin, habe ich schon gedacht, vielleicht nicht so gut. Ja, es ist halt kein Teleporter hier. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg nochmal neu laufen. Yay. Cool. Ja. Wirklich super, super sad, ey. Schau mal noch, was hier oben ist. Oh, wir haben... Warte mal. Gibt's hier einen Teleport? Nee. Ja, okay, wir gehen dann doch einfach hier weiter, weil... kurz einen Moment. Ich mache hier noch irgendwie so ein... Weiß nicht, ein Viereck machen wir hin. Einfach nur so zur Erinnerung. Ja, das Ding ist... wir sollen ja Richtung Osten. Insofern machen wir das doch einfach mal. Wir brauchen erst den Schlüssel. Wahrscheinlich müssen wir rechts halt den Schlüssel holen und links können wir dann durch. Irgendwie so. Hier gehen wir nicht nochmal rein in das Loch. Nicht freiwillig zumindest.
Nützlich. So, jetzt. Immer noch nicht. Oh mein Gott. So viel hin und her. Ein Teleporter wäre hier halt wirklich ultra praktisch mal. Weil mal ernsthaft. Wenn ich jetzt irgendwie wieder sterbe oder so. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wo ich da rauskomme. Also an der Oberwelt schon mal gar nicht. Aber da werde ich, glaube ich, auch nicht so leicht sterben. Alter, und hier gibt's einfach nur den Schlüssel. Was ist denn los? Schlüsselloch, was hat das zu bedeuten? Ja, das frage ich mich auch, Alter. Ja, hier waren wir eben drin. Alter. Ist eigentlich scheiße, aber auch. Okay, da müssen wir wieder zurücklaufen. Vielleicht müssen wir doch links lang. Da, wo ich eben noch gesagt habe, so, oh ja, wir sollen ja Richtung Osten gehen. Ja, danke dafür. Da ist jemand ja gar nicht genervt. Naja, nee, es geht. Ich finde es halt ultra nervig, wenn die Eule mir sagt so, yo, geh nach Osten. Ich gehe nach Osten und dann... nee, geh doch mal wieder woanders hin. Im Osten geht's nicht weiter. Dann sag es doch nicht. Und ich habe mir noch gedacht so, das da sieht aber nach Tempel aus. Das da eher nicht so. Und da auch nicht. Warte mal, ist das hier hoch? Ja. Okay. Ich sag mal, ich hätte von alleine können drauf kommen. Muss man schon sagen. Bin ich aber nicht. Oh, warte. Da ist der Schlüssel. Oh no. Was? Bist du dumm oder so? Okay, gut. Es ist nicht so weit. Gerade schon gedacht. Oh no, ey. Okay, also ich glaube, ich muss zuerst hier in dieses Dings. Ich glaube, da gibt es ein Item. Mit dem kann ich, irgendwas finden. Heutzutage ist mit den Hühnern nichts mehr los. Früher flogen und flatterten sie, es war eine Freude. Und jetzt kein Kampfgeist mehr. Gacker, Gacker! Okay, ja. Kann ich jetzt nicht viel machen. Mein Guter. Puh.
Könnte halt sein, dass hier noch eine ist. Nein. Ein Tunnel. Dann gehen wir mal lang. Denn wenn wir diesen Abgrund runterspringen würden, kämen wir halt nicht mehr hoch. Okay, und hier kann man was bomben. Ein Herzteil. Ich weiß nicht, hatten wir das auf der Karte markiert? Ich habe es irgendwann schon mal gesehen. Okay, dann war das wohl ein anderer Tunnel. Keine Ahnung. Okay. Ah, das ist halt immer risky. Na komm, egal. Markiert. Eine weitere Mutfell. Sehr schön. Gut. Noch ein Durchgang. Es wird echt immer komplizierter, Leute. Das Gebirge hier ist echt schwierig. Wer stört mich da beim Schlaufen? Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Ja, okay. Jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Wow, und er hat es wieder aufgefüllt. Mega geil. Ich habe nämlich eben noch gedacht so, wow, nur noch 3 Stück. Uiuiui, das wird aber knapp. Alles wieder voll. So, geil. Ja, okay, das stimmt schon. Meistens werden Spiele schwerer. Aber das Problem ist, man verläuft sich halt auch relativ leicht. Gut, da ist noch ein Loch. Okay, da kann ich nichts machen. Kann ich nicht weiter. Ja, beim Zusehen verläuft man sich auch. Bei mir ist es halt auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich dann halt Routen laufe und andere gucken halt zu und denken sich so, oh mein Gott, lauf doch da lang. Und man macht sich halt im Kopf, geht man halt selbst auch irgendwie einen Weg durch. Und ja, wenn derjenige dann einen ganz anderen Weg läuft, ist das irgendwie super, super unangenehm. Ja, auch unangenehm ist jetzt, dass wir hier runter müssen. Ich kann nämlich nicht weiter sonst.
Und hier geht's auch nicht weiter. Ah. Miese Brise. Okay, es führt also nichts dran vorbei, dass wir uns mal wieder wegteleportieren. Zum Wasser. Und da oben ist halt einfach ein dummer Schrein, an dem wir nicht hinkommen. Deshalb müssen wir von da einfach komplett hier rüberlaufen. Und warum haben wir eigentlich... Warum konnten wir... Achso, weil wir dieses Auge-Dings brauchen, ne? The Mystery Eye. Was das so heißt, keine Ahnung. Dieses sehende Auge, um... Ja, halt um zu sehen, wo keine Löcher sind, damit wir an den Schlüssel kommen. Aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Deshalb ist es jetzt etwas kompliziert. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute jetzt noch machen sollen. Ich bin langsam, wir haben jetzt wie lang gestreamt? 4 Stunden läuft der Stream schon. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so langsam an dem Punkt, wo ich irgendwie keine Lust mehr habe und ein bisschen Pause brauche. Nicht, weil es keinen Spaß macht, sondern einfach so lange gespielt am Stück. Deshalb, ich glaube, wenn wir hier raus sind, würde ich dann auch beenden. Dann machen wir den, wie heißt das, Adlerschrein, Vogel, Felsen, Dings, machen wir dann beim nächsten Mal. Weiß nicht, vielleicht morgen oder morgen. Nee, morgen kann ich nicht. Irgendwann die Tage. Die Woche. Mal gucken. So, hier ist noch ein schöner Platz.